So, da sind wir wieder in der Honeymoon Suite und wir sind gerade im Begriff, es der Fawn richtig zu besorgen. Talk the Fawn. You know, a little wine would help me get in the mood, Larry. Wir brauchen ein bisschen Wein, um in Stimmung zu kommen. Und da wir ja gerade im Radio diesen Werbespot gehört haben für den Wein in der letzten Episode, werden wir jetzt mal Wein bestellen, indem wir da anrufen bei Ajax Liquor. Aber um da anzurufen, müssen wir erstmal zum Shop fahren, weil da das einzig benutzbare Telefon hier im Spiel ist. Wir haben zwar hier unten eins in der Lobby, aber das geht ja nicht, weil da der Münzeinwurf, also das da, weil der Münzeinwurf hier mit dem Kaugummi verklebt ist. Also können wir jetzt erstmal wieder schön Kohle verschwenden, indem wir zum Shop fahren, um das Telefon dort zu benutzen. So, call Taxi. Yo, Taxi! Und lustigerweise ist auch immer eins in Hörweite. Shop, bitte. Tritt auf die Tube, die Fawn wartet auf uns und auf den Wein. Es ist doch Larrys großer Abend. Oder auch nicht. Use Phone. 555-8039. So. Ajax Liquor Store, we deliver. Wir liefern. Was wollen wir denn? Wein. Und wohin wollt's? Honeymoon. Suite at Casino Hotel. Okay, we'll get it right there. Consider it done. And thanks for calling. Ja, wir werden das erledigen. Betrachten Sie das als erledigt. Vielen Dank für den Anruf. Call Taxi. Und zurück zur Phone. Und gehen. Casino. So. Gleich geht's los für Larry. 19. Wird ja immer teurer hier. Get out. Und die jetzt schnell hochsprinten. Die gute Dame nicht warten lassen. Sie will uns. Sie will nur unseren Körper. Oder unser Geld. Wir werden es sehen. Vor. Und hoch da den Aufzug. Schneller! So. Hoffen wir mal, dass der Wein schon da ist, dass direkt losgehen kann. Knock. You're back, it's you. Here I come, baby. So, jetzt geben wir's ihr doch. Oh, Larry, it's you, Francis. I thought it was that cute young delivery boy again. Ich dachte, das wäre schon wieder dieser süße junge Bote. Und da ist auch schon der Wein, den wir bestellt haben. Serve wine. Vorsichtig entfernen wir die Flasche aus dem Wine Bucket, entfernen den Korken bzw. den Deckel und gießen zwei Gläser ein. Sie zieht ihr Glas sofort weg. Du füllst es erneut auf und sie zieht's wieder weg. Ihre Augen, ihr Blick trifft deinen. Und du bist sicher, dass dieses Mal das Glück mit dir ist. Das Glück und die Macht der Potenz. Take off clothes. Oh, Baby, jetzt geht's los. You're not close enough? What? Wieso bin ich nicht close enough? Take off clothes. Come on. Leg dich hin, Larry. Ich habe eine besondere Überraschung für dich. Schließ deine Augen. Und du tust es, weil du sicher bist, dass diesmal der Erfolg in greifbarer Nähe ist. Zensiert, was passiert da wohl? Oh, Fawn! Oh, Baby! Das ist so geil! Ah! Oh! Sag mal, Fawn, wann wirst du dich denn endlich ausziehen? Hey! Was soll denn das Seil? Oh. Wieso bindest du mich ans Bett? Als dich vorhin sicher ans Bett gefesselt hat,
Dann greift sie deine Brieftasche und sagt, du hast vergessen, für den Wein zu bezahlen. Und marschiert aus der Tür. Oh nein, Larry. Wieder kein Glück. Vaughn, komm zurück, das ist nicht lustig. Du fragst dich, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass ein Kerl die Ehe selbst alleine vollziehen kann. Larry, es sieht aus, als wäre die Hochzeitsnacht vorbei. Ja. Dumm gelaufen. Der arme Larry hat wieder kein Glück. Aber wir haben ja vorhin das Messer bekommen von dem Typen, dem wir den Wein gegeben haben vorm Laden. Also benutzen wir das mal. Richtig, du benutzt das Taschenmesser, das du vom alten Penner beim Laden bekommen hast. Und zersägst die Seile, die dich ans Bett fesseln. Du schnappst dir die Brieftasche und guckst rein. Oh nein, wenigstens hat sie nicht die 10 Dollar gefunden, die du im Geheimfach versteckt hattest. Mit deinen tollen Zock-Skills sollte es kein Problem sein, in kürzester Zeit wieder auf die Beine zu kommen. Das heißt für uns wieder, Take Rope, das brauchen wir nämlich noch. Das heißt jetzt für uns wieder, wir müssen jetzt wieder eine kleine Zock-Session einlegen am Blackjack-Tisch. Open Door. Um erstmal wieder ein bisschen Kohle zu machen, aber jetzt nur noch 10 Dollar haben, wegen der alten Schlampe. Ah, Mann, Mann, Mann. Da wurde der Larry wieder richtig aufs Kreuz gelegt. Der arme Kerl hat echt kein Glück. So, und runter zum Blackjack-Tisch. Hoffe, das geht jetzt schnell mit der Kohle. So, sit down. Press F4, when you're ready to play. Okay, jetzt. Ihr kennt ja langsam das Spiel. Und ach ja, genau. Change Bet. Machen wir auf den Maximalbetrag. So, und dann gib mal die Karten. Gute Frau. 15. Ah, einer zu viel. Kacke! Karten geben. 10. Just a moment, please. Wozu braucht er denn jetzt einen Moment, please? Okay. 19. Passt. Ja. You lose. Na klar, er hat natürlich 20. Und wir sind tot. Und saven will ich garantiert nicht. Ja, wenn man keine Kohle hat, ist man natürlich auch tot, da man ja selbst dann hier nichts mehr erspielen kann. 16, 18, nehmen wir mal. Der Dealer bustet, wir gewinnen. Und wir haben 20 Dollar. So, dann wechseln wir gleich mal auf 20. Und sicher natürlich. Und Karten geben. Das finde ich ein bisschen nervig, der Teil hier im Spiel. Und geben. 20, nehmen wir. Jetzt Push, na klar. Warum soll ich auch gewinnen mit 20? Jawohl, Blackjack haben wir. Sehr schön. Das hat doch gut geklappt. Ja, ich denke mal, einmal mache ich noch. Dann sollte das genügen an Geld. Allzu viel Geld brauchen wir jetzt auch nicht mehr. 11. 21, jawohl. Besser geht's nicht. Ja, gut. Wir gewinnen. Na komm, einer geht noch. Safe. Mist. Zehn. 16. Wieder bastet. Bust your balls, Biatch! Gib mal vernünftige Karten. 18, nehmen wir. Gut. Das reicht. Leave. Thank you for playing. Ja, bitte doch.
Ja, damit geht die Zeit dieser Episode auch schon wieder vorbei. Wir sehen uns gleich wieder.